ich bin Pamela von der Brettspielgarde oder auch Pam, die rasende Reporterin. Ja, willkommen zu unserer Rubrik Die Spielemacher. Passend zu Spiel in Essen, ja, werde ich in nächster Zeit einige Verlage zu Gast haben, in Anführungsstrichen. Und diese Interviews werden wir dann nach und nach bei uns hochladen. Ja, da geht es dann um Neuheiten, ne, die auch passend zu Spiel erscheinen oder auch andere Informationen. Ja, daher lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst. Ansonsten schaut auch gerne mal in die anderen Interviews rein. Das ist ja auch immer interessant. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt auch gleich los. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, hi, hier ist wieder Pam, die rasende Reporterin. Hallo. Und wir sind ja wieder bei dem Format Die Spielemacher. Ja, und heute habe ich natürlich auch wieder jemanden zu Gast. Und zwar habe ich hier die Marita. Hallo, Marita. Hallo. Ja, Marita, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und ja, für welchen Verlag du jetzt heute hier bei uns bist. Klar, mache ich gerne. Also ich bin Marita, ich arbeite für den Abacus-Spiele-Verlag und bin da hauptsächlich für Grafik, Marketing, Social Media und auch seit über einem Jahr auch für die Redaktion zuständig dort. Ja, schön. Super. Und du hast dir die Zeit genommen, dass du uns auch mal ein paar Spiele näher zeigen kannst, weil ihr seid ja auch auf der Spielmesse vertreten, ne? Ja. Und ja, deswegen ist natürlich für die Zuschauer immer besonders interessant, was ihr denn so für Spiele dabei habt. Ja. Grundsätzlich zum Verlag nochmal, was macht ihr so für Spiele? Also was habt ihr da so? Also Abacus Spiele versucht immer die ganze Familie an den Tisch zu bringen. Das heißt, ja, von den ganz kleinen, also nicht ganz kleinen, aber von Schulkindern bis zu Senioren versuchen wir alle halt, dass alle an einem Tisch sitzen können und gemeinsam ein Spiel spielen können. Und das, die Regeln sind meistens recht kurz, mit einem leichten Einstieg, sodass man auch sofort losspielen kann. Und ja, im besten Fall dauern die dann so eine Stunde, die Spiele, also nicht allzu lang, sodass man mehrere Spiele vielleicht an dem Abend auch spielen kann. Das ist so unser Ziel, was wir verfolgen. Mhm. Aber ja, Spielen. Ich glaube, das klappt auch ganz gut. Ich denke auch, ja. Ja, schön. Ja, dann sind wir natürlich neugierig, was ihr für Spiele alles auf der Spiel dabei haben werdet. Kannst du uns ja vielleicht ein paar vorstellen? Ja klar, also wir werden, ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Spiele vor Ort haben werden, aber für Herbst ist geplant ein neues Deckscape, ein neues Detective und auch drei neue Sherlock-Fälle. Und wir haben auch eine neue Ausgabe von Hanabi, und zwar die Sonderausgabe. Mhm. Spielmechanismus ist derselbe, wir haben nur eine neue Verpackung gemacht, weil wir jetzt ein bisschen ein Jubiläum feiern wollen, und zwar über 1 Million verkaufte Exemplare, allein Krass. In Deutschland. Als ja, dann Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Wir haben uns gedacht, da wollen wir ein bisschen was Besonderes machen, zumindest bei der Verpackung. Und worauf wir uns sehr freuen, ist unsere neue große Neuheit Wonderbook, und das werden wir auch in Essen vorstellen können. Also das Spiel werden wir auch tatsächlich da haben. Das ist cool, da freuen wir uns auch schon riesig drauf, weil das sieht auch einfach schon so toll aus. Vielleicht kannst du kurz was zu dem Spiel sagen? Ja, Wonderbook ist ein großes Familienspiel, auch ein bisschen jetzt für etwas erfahrenere Spieler. Also jetzt nicht unbedingt wirklich für jedermann, aber ich denke, wir kriegen da trotzdem alle mit unter einen Hut. Und das Besondere und was wahrscheinlich auch sofort ins Auge springt, ist das Pop-up-Buch, was den normalen, konventionellen Spielplan ersetzen wird. Mhm. Und Pop-up, diesen Mechanismus kennt man ja wahrscheinlich mehr so von Büchern oder Grußkarten, aber jetzt in Kombination mit einem Brettspiel ist dann doch eher was Neues und was Innovatives. Mhm. Und dann spielt man da eine Story durch, ne? So ist das. Genau, richtig. Mhm. Also es ist ein kooperatives Spiel. Wir erleben zusammen ein Abenteuer. Ich kann ja mal ganz kurz die Geschichte anreißen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wir sind vier Freunde, die zusammen ein Abenteuer bestreiten. Und zwar haben sie über dem alten Turm nahe der Stadt im Wald
einen Drachen fliegen sehen. Oh. Und das ist ja, kann ja gar nicht sein. Also muss man der Sache nachgehen Hm. und sind zu diesem Turm gelaufen. Und in diesem Turm haben sie das alte, eingestaubte Wonderbook gefunden. Ah, Und okay. dieses Buch ist das Portal in eine andere Welt namens Oniria. Und in Oniria regieren zwei Drachenbrüder. Der eine regiert die Oberwelt, der andere die Unterwelt. Und ja, der Drache aus der Unterwelt, der hat Gehilfen in Form von kleinen bösartigen Worms, die man gemeinsam versucht zu bekämpfen. Und unser Ziel ist es, sechs Edelsteine zu finden, um Oniria zu retten. Ah, klingt Also auf jeden Fall sehr kurz spannend. Also, zusammengefasst. ja, wann spielen wir? Wann legen wir los? Ich bin dabei. Sehr gut. Ja, er ist leider in Essen da, aber das ist ja nicht mehr lange hin, also. Das stimmt, das stimmt. Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, erfährt man wahrscheinlich schon sofort gleich am Anfang, ne? Oder war das Ja, jetzt? richtig. Also da habe ich jetzt nicht zu viele. Ein paar Sachen habe ich jetzt vielleicht schon verraten, aber ich glaube, es ist trotzdem noch genug zu erkunden. Also, wir sind auf jeden Fall gespannt drauf, vor allem auch gerade diesen Mechanismus, dass das mit diesem Pop-up und so, das finde ich richtig cool gemacht. Auch echt mal was anderes, ne? Also das, wie du Ja, gerade schon gesagt hast, ne? ich Also, denke auch, ja. ja. Aber hat man dann trotzdem so kleine Spielfiguren und so? Das schon, Genau, also es sind kleine Miniaturfiguren ne? drin und die erkunden dann eben den Spielplan. Das heißt, man läuft auf diesem Pop-up-Buch rum und Hm. kann auch auf diesen Baum, der dann da raus Ah, okay. Ja. erkunden und beklettern. Aber das ist nicht das Einzige. Also da sind noch viele andere kleine Pop-ups mit drin, die man Ja, dann cool. in der Geschichte Ja. kennenlernt und entdeckt. Ja, also das wird bestimmt interessant, ne? Wie viele Spieltische habt ihr denn so, dass man das da auch testen kann auf der Spiel? Oder beziehungsweise, wo seid ihr erstmal zu finden, so rum? Ja, also wir sind an unserem alten Platz, also Halle 3. E114 ist es, glaube ich, Ja. aber also wir sind da schon seit Jahren, Ah. also man kann uns auch schnell finden. Wir werden ungefähr 6 Spieltische haben, aber Wonderbook wird man nicht spielen Ah, können, weil einfach, das ist ein Spiel, was man doch eher nur einmal spielen kann. Und wenn man das dann schon auf der Messe spielen würde, wäre es natürlich schade, Ich dachte, das vielleicht irgendwie so zu mal anschneiden oder so, nur so ein kleines Stück, dass man so einen Eindruck. Ja, also man kann sich's auf jeden Fall angucken, man kriegt auch die Story und die so erklärt dort, Ah, okay. aber richtig durchspielen, das würde auch gar nicht klappen, weil das Spiel ist in 6 Kapiteln unterteilt und jedes Kapitel dauert schon so seine 2 Stunden. Und ich glaube, das macht man lieber dann in Ruhe, auch Ja, nach einer nee, Jahr. das auf jeden Fall. Also durchspielen sowieso nicht. Das finde ich auch am besten Ja, immer Quatsch. ja, Ne? Man soll ja einen kleinen Eindruck bekommen. Ne? Ist natürlich schön, wenn man es immer so ein bisschen anspielen kann. Ne? Aber da reicht ja im Normalfall meistens eine halbe Stunde. Also so machen wir das zumindest immer. Mhm. Ne? Und Ja. dann weiß man, ist das Spiel was für einen oder nicht. Ne? Aber Ja. wenn das jetzt bei dem Spiel nicht möglich ist, dann ist das halt so. Ne? Ihr habt ja Ja, dann ich dafür denke. noch andere Spiele dabei. Genau, also wir haben zum Beispiel auch Rolling Dice dabei oder auch Bringers. Das sind dann die Spiele, die man auch tatsächlich vor Ort spielen kann und auch durchspielen kann, weil die Spieldauer da nicht so lange ist. Und Ja, was ist Rolling Dice für ein Spiel? Rolling Dice ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Wir haben das jetzt im Frühjahr rausgebracht, aber leider durch Corona ist das natürlich auch ein bisschen untergegangen. Also es ist ein Würfel-Geschicklichkeitsspiel und zwar versucht man seine Würfel auf einer Eisfläche möglichst gut zu platzieren. Das ist ein bisschen vielleicht auch wie Curling, kann man das erinnert daran. Und zwar ist der Mechanismus so, dass du deine Würfel auf die Eisfläche würfelst oder ja, wirfst mehr und im nächsten Zug musst du dann einen Würfel, den du vorher dort liegen lassen hast, entweder musst du den nächsten Würfel weiterwerfen oder eine höhere Augenzahl. Also es ist so ein bisschen Geschicklichkeit, aber auch ein bisschen Taktik mit drin. Ja, wir haben es auch schon getestet. Also wir fanden es auch wirklich witzig, auch gerade so für Familien finde ich das wirklich Ja, cool. Also schön können gemacht, auch so bis mit zu dieser 6 Personen. Eisfläche und so. Ist schon cool. Genau, ja. Ja, schön. Und Fringers, das ist ja, glaube ich, auch schon, gibt es ja auch schon länger, glaube ich, ne? Ja, das ist letztes Jahr im Frühjahr rausgekommen, wo ja dann die Pandemie Ja, leider dann richtig genau. ausgebrochen ist. Und ist halt eher ein Partyspiel, deswegen war das Ja, nicht, klar. Das ist dann nicht nicht so mehr. gut. Aber macht trotzdem sehr viel Spaß. Auch ein kooperatives Partyspiel, was ja auch sehr Ja. selten ist. Und man versucht Ringe auf den Fingern richtig zu platzieren, aber man darf nicht seine eigenen Ringe auf seiner Hand richtig setzen,
sondern deine Nachbarn, der rechte Nachbar macht es für dich. Und so gibt man immer die Ringe weiter, bis jeder die Hand richtig nach einer Vorgabe richtig die Ringe richtig gesteckt hat. Klingt auf jeden Fall auch spaßig, ne? Und die Ja. Sherlock-Spiele und sind ja auch immer sehr gefragt und auch, also wir haben die auch hier bei uns alle im Schrank. Sehr Haben gut. aber leider noch nicht alle gespielt, weil irgendwie fehlt einem doch immer die Zeit. Ne? Ja, Aber kenne ich, ja. wir haben es auf jeden Fall vor. Also von daher, die finde ich auch immer wirklich sehr gut. Ne? Habt ihr noch in der, da kommen ja noch ganz viele wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viel es da mittlerweile jetzt schon gibt. Wie viel gibt es da Ich schon? glaube, inzwischen sind es schon 15 von Sherlock. Ich habe Naja. jetzt auch gar nicht mehr so mitgezählt. Ja, wir haben jetzt dann im Dezember kommen auch wieder drei neue Fälle raus. Die spielen im Mittelalter. Ah ja, Und schön. wir haben von Dexter Gabe ja auch ein neues und von Detective. Und von Dexter Gabe ist es, glaube ich, auch schon dann das neunte oder zehnte Spiel. Also immer noch sehr gefragt und beliebt. Und das ist ja das Schöne, man wird auch ein bisschen süchtig nach Ja, solchen Spielen. genau. Und kann man es kaum abwarten, bis dann wieder das nächste Ja, bei rauskommt. dem Deckscape war ja auch jetzt eins mit Teams, ne? Also, Richtig, genau, genau. das, Also das das letzte fand, da war war ich so ein gespannt. Team gegen Team, genau. Das, was jetzt rauskommt, wird wieder ein normales Ah sein. ja, Also. okay. Klingt auf jeden Fall schön. Wieder schöne Sachen dabei. Ne, habt ihr noch was anderes, was ihr noch dabei habt, dann auf das Spiel? Nee, ich glaube, Wonderbook wird so unser Hauptprodukt sein, was wir gerne zeigen möchten. Ja. Und auch, ja, was wir auch da haben, was man auch kaufen kann. Wir werden auch Promos für Wonderbook haben. Oh, Also das es ist schön. lohnt auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Kann man auch vorher irgendwie Pre-Order bei euch was vorbestellen oder so? Nee, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil es auch so knapp jetzt war alles und auch gar nicht sicher, ob es überhaupt rechtzeitig kommt oder nicht, haben wir das jetzt nicht gemacht. Nee. Ja. Wo wird das preislich liegen, das Spiel? Wisst ihr das schon? Also UVP ist bei 74,99. Ja gut, aber ist ja auch schon der normale Preis heutzutage, ne? Und dann mit Ja, dadurch, dass UVP eben noch auch dass dieses und Pop-up-Buch drin ist und Miniaturfiguren und auch vieles andere, viele andere Materialien. Ja, genau, denke ich, Ja, und das Promos, was wird das sein? Kannst du da was zu verraten? macht. Es werden besondere Würfel, Ah. neue oder andere Würfel drin Ja. sein und Karten. Ja, schön. Also lohnt sich es auf jeden Fall, ne, weil das bekommt man dann im Handel ja nicht, wenn man es dann später kauft. Genau, richtig, ja. Ja, schön. Also wir werden auf jeden Fall vorbeischauen. Gucken wir uns das mal Sehr an, das schön. Ganze. Da freuen wir Ja, schön. Welches ist denn ansonsten dein Lieblingsspiel von eurem Verlag? uns. Von unserem Verlag jetzt, Ja. von Arakus. Immer noch Kakao. Ich glaube, ich habe so eine ganz persönliche Verbindung zu Kakao, einfach weil es auch mein erstes Projekt war, was ich bei Arakus mitbekommen habe, von A bis Z. Ja. Und ich spiele es unheimlich gerne. Ich mag diese Tiefe, die es doch hat, aber nicht eine zu lange Spieldauer. Das ist schon so mein Favorite. Aber Number Nine spiele ich genauso gerne Ach, mit. okay. Oder auch Kartenspiele wie Partybugs oder Pearls. Also ja, aber Aber Kakao ist und bleibt mein trinkst du denn gar Lieblingsspiel. Kakao auch, oder? Auch, ja, ich Ja. trinke aber auch gern Kaffee und Tee. Aber zu Kakao geht auf jeden Fall eine Tasse Ja, das ist doch Kakao. gut. Aber. Was kommt denn ansonsten spielerisch bei dir oft auf den Tisch? Also muss jetzt nicht von eurem Verlag sein. Was hast du da so, wo du sagst, so, boah, das ist ein Dauerbrenner bei uns? Also ich mag gerne Spiele, die wirklich nur so eine Stunde, vielleicht zwei Hm. dauern. Was bei mir immer geht, ist Tack. Tack oder auch Loomis von Cosmos. Und natürlich auch alle Ja, okay. Escape-Krimispiele spiele ich auch alles super gerne. Also bist Aber du auch so. generell bin ich da eigentlich, also ich bin tatsächlich nicht so der Vielspieler-Typ, der jetzt 3 Stunden oder länger Ja, spielen muss. ja. Aber ansonsten bin ich da recht offen. Aber dann bist du auch so wahrscheinlich so ein Krimi-Junkie, ne? So wie wir wahrscheinlich. Ich mag diese Spiele schon sehr gerne, auf jeden Fall. Da taucht man in so eine andere Welt ein und ist auf einmal dann ja, Sherlock, der dann versucht, da dahinter zu kommen, was da wohl, was, ja, was die Geschichte da dahinter ist. Und da bin ich auch echt froh, dass die auf Deutsch rausgekommen sind, weil es halt doch irgendwie einfacher ist. Wir haben die damals nämlich auf der Messe, ich weiß gar nicht, wann das allererste rauskommen ist, nämlich auf Englisch getestet. Es geht auch, Ja. aber wir können es halt dann nicht mit allen Leuten spielen. Ne? Das Ja. ist halt dann, das, dadurch, dass das auf Deutsch ist, jetzt schon ein bisschen einfacher. Ja, auch so die Feinheiten, die kriegt man dann. Ja. Gerade bei Sherlock ist es ja schon wichtig, dass man rausfinden muss, ist es jetzt wichtig oder nicht. Also da wird man ja
doch gleich zu Beginn ins kalte Wasser geschmissen mit den Informationen, die man bekommt. Und ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass es dann einfacher und sich vielleicht auch nicht ganz so sehr nach Arbeit anfühlt, wenn man Ja, es genau, weil abrufbar wieso kommt auch immer drauf an, mit wem du spielst, ne? Wir sind ist. zwar Englisch dann sehr gut, aber wenn du dann Ja. einen Spieler hast, bei dem das nicht so ist, deswegen ist es schon wirklich schwierig. Genau. Und dann muss der da nachgucken und so Ja. und unterbricht dann. Es fühlt sich einfach nicht so rund an, das Nee, kann das ich schon stimmt. Nee, nachvollziehen. aber Ja. doch, wirklich schön. Also wirklich schöne Spiele nach wie vor. Vielen Dank, ja. Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch alles so kommt. Ne? Und jetzt noch mal eine letzte Frage an dich. Unser Interview wird ja auch hier auf YouTube dann ausgestrahlt werden. Guckst du denn selber auch auf YouTube irgendwie was? Ich gucke immer mal wieder, wenn mir irgendwas so auf Facebook oder so angezeigt wird. Aber ich habe jetzt keine speziellen Blogger, Vlogger, denen ich folge oder wo ich jetzt jedes Video gucke. Immer das, was mich gerade interessiert, da schaue ich mal Ja. rein. Ja, ist ja auch in Ordnung so. Ne? Man hat ja auch einfach so wenig Zeit, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, ich glaube, man muss sich vielleicht, wenn dann, die Zeit nehmen. Das ist immer so eine Sache, aber ja, ich denke mal, privat gucke ich dann vielleicht doch eher was anderes, als mich Ja, dann genau. hier zu Ja. beschäftigen. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele tolle Leute, die das machen. Und ich finde es überhaupt toll, dass es das gibt und diese Möglichkeit gibt. Und ich gucke auch ganz viele Videos mir an, um mal so einen Einblick zu bekommen, was ist das für ein Spiel von den anderen Verlagen. Ja. Super klasse. Ja, das stimmt, das hilft auch. Ne? Früher konntest du nur in den Laden gehen, hast geguckt, Ja, okay, gefällt richtig. mir das, Ja. wie es von außen aussieht. Ne? Dann guckst du hinten drauf, okay, könnte mir gefallen und so. Und so hat man wirklich schon einen kleinen Eindruck. Ne? Ich meine, gut, die meisten Sachen sollte man schon selber spielen, finden wir. Klar, auf jeden Fall, ja. Aber so hat man wenigstens einen kleinen Eindruck und kann schon mal so ein bisschen ausfiltern dann so. Ne? Ja, genau. Ja, deswegen ist es auch schön, dass es das alles so gibt. Das stimmt. Ja, schön. Ja, Auf dann jeden Fall. vielen Dank erstmal für den Eindruck. Ne, und Sehr dann freuen wir gerne. uns auf jeden Fall auf die Spielmesse. Ne? Ja, wir uns auch. Gespannt, wie es wird. Es wird bestimmt anders als sonst, Ja, aber das. es ist ja schön, dass sie überhaupt wieder stattfindet. Genau, ja. Ja, wir werden da alle wahrscheinlich noch in ein paar Jahren von erzählen. So war es noch damals. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ist alle neu. Mal gucken, wie das so wird. Ja, Genau. super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. dann sehen wir uns spätestens auf der Spiel oder beim nächsten Interview. Ne? Genau, richtig, ja. Dann auch ja, an die Zuschauer, also wenn ihr Fragen habt, ne, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ne, dann können wir das auch gerne weiterleiten. Oder Marita guckt vielleicht selber mal drunter und antwortet irgendwie was. Ne? Ach genau, ganz wichtig, jetzt wurde ich beim letzten Interview dann im Nachhinein gefragt, kann man denn bei euch mit Karte zahlen? Das ist vielleicht noch für viele Ja, bei interessant. uns kann man auch mit Karte zahlen, ja. Das Ja, ist super. möglich. Gut, dann haben wir das mal ja auch schon geklärt. Dann guck gerne mal auch bei uns auf der Webseite vorbei. Da haben wir auch einen Trailer zu Wonderbook. Also, genau. Den packe ich dann unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da schon mal schauen. Sehr gerne, Ich sage ansonsten bei Fragen gerne melden oder ihr schaut direkt auf der Spielmesse dann bei Marita vorbei und fragt da. genau, kommt vorbei. Wir sind da. Genau. Ja, Genau. ansonsten lasst wie immer gerne ein Abo da, ne, damit ihr auch die nächsten Interviews nicht verpasst. Und dann war es das von meiner Seite. Wir verabschieden uns. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Tschüss. Tschüss.